Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli. Und wir starten mal ein bisschen anders, denn wir gucken zurück auf das Hinspiel. Das war 0-0 am Millerntor. Wir waren da. Schaut euch den Vlog gerne nochmal an. Aber was viel interessanter ist, ist nicht dieses Spiel, denn die Entwicklung seitdem. Holstein Kiel, 5 Siege, 4 Unentschieden, 8 Niederlagen. Das ist nicht sonderlich gut, haben wir auch oft genug thematisiert. Aber was der FC St. Pauli seitdem gemacht hat, das war krass. Danach gab es noch ein Unentschieden gegen Karlsruhe, dann wurde der Trainer gewechselt, dann kam Würzeler und seitdem 13 Siege, ein Unentschieden und nur 2 Niederlagen. Also eine richtig, richtig, richtig starke Serie. Ihr werdet es natürlich nicht bekommen haben. Und das macht auch die Tabelle sehr interessant. Bevor wir aber auf die Tabelle gucken, geht es weiter mit den Besonderheiten in diesem Vlog. Und zwar geht dieser heutige Freitagsspieltag so los, dass wir da sind. An der Bayer Arena in Leverkusen. Wir waren gestern beim Spiel Bayer 04 gegen AS Rom. Ihr habt es mich sicherlich mitbekommen. War ein kleiner Schocker, war ein kleines Skandalspiel. Also zumindest das, was ich im Internet lese. War eine Wahnsinnsstimmung. Guckt euch das Video auf jeden Fall an. Ist jetzt online auf meinem Kanal. Jetzt geht's gleich aber erstmal frühstücken und dann gucken wir auf die Tabelle. Schönes Wetter hier in Leverkusen, muss man sagen. Ja, da oben seht ihr, blauer Himmel. Wenn man auf die Tabelle guckt, dann sieht man, Holstein ist so ein bisschen im Niemandsland. Ja, mit Kaiserslautern, Hannover, Karlsruhe, Magdeburg glaube ich auch. Die sind alle so dick, da geht nicht mehr nach, jetzt sowieso nicht mehr, weil nur noch 2 Spieltage sind, aber auch vorher schon. Geht nichts mehr nach oben, es geht auch nichts mehr nach unten. Und gerade nach dem Sieg gegen Karlsruhe letzte Woche sind die Wogen ein bisschen geglätteter. Ich finde, jetzt kann man eigentlich auch, klar, das Spiel gegen St. Pauli willst du nicht verlieren. Aber du kannst auch mal jungen Spielern eine Chance geben, ein bisschen experimentieren, gucken, wer ist nächstes Jahr noch da und so weiter und so fort. Beim FC St. Pauli sieht die Welt noch ein bisschen anders aus. Letzte Woche zumindest um die Zeit sah es noch richtig gut aus. Dann kam das Topspiel gegen Düsseldorf. Das endete bekanntlich unentschieden. Und damit haben beide eigentlich nur dem HSV geholfen. Dem reicht jetzt ein Punkt, um aufzusteigen. St. Pauli will aber alles geben und diese Minimalchance, und klar, jeder will das, ja. Solange rechnerisch eine Mini-Mini-Chance da ist, hoffst du irgendwie, jeder Fan hofft doch insgeheim, dass dieses absolute Wunder eintritt. HSV alles verliert, St. Pauli beide Spiele hoch gewinnt. Natürlich werden die St. Pauli-Fans noch hoffen, dass es irgendwie reicht, genauso die von Düsseldorf und die von Paderborn. Das ist, glaube ich, die weiteste Anreise zu einem Heimspiel, die ich je hatte. Ich bin jetzt die ersten 3 Stunden gefahren, wir haben noch irgendwie 2-3 vor uns, sind aber gut in der Zeit. Ich hatte ein bisschen Angst, heute ist ja auch Verabschiedung von dem halben Kader ungefähr, deswegen bittet Holstein rum, frühzeitig am Platz zu sein, das werden wir natürlich machen. Und mit Stau, man weiß ja nie, noch sind wir auch nicht da, ich will mich hier auch nicht zu früh freuen, aber es sieht sehr gut aus, als wenn wir das easy schaffen sollten. Rechtzeitig zu Hause und jetzt noch schnell umziehen. Fürs letzte Heimspiel von vielen Leuten und ich habe nicht einen genauen Lieblingsspielerwahl, werde ich auch vermissen, auch ein geiler Typ und Riese und so alle anderen auch, aber wenn ich einen nennen müsste, wäre es wahrscheinlich Mühling, deswegen heute mal Mühling-Trikot oder mal wieder Mühling-Trikot. Das wird schon emotional gleich. Und es ist ja auch ein Derby, was wir heute sehen, ja, also besonders seit 2017, 18 hat das Ganze eine gewisse Brisanz, der Überfall der St. Pauli-Fans auf Holsteiner, dann dieser Racheversuch ein paar Tage später im Holstein-Stadion, wo sie versucht haben, über den ganzen Platz zu sprinten, also als wäre Spielerverabschiedung und letztes Heimspiel der Saison und teilweise noch die Tabellensituation nicht schon interessant genug, kommt halt auch noch dazu, dass es ein echtes Nordduell ist. Und trotz der insgesamt, wenn man es auf den ganzen Tag sieht, sehr, sehr langen Anreise heute aus Leverkusen her, das letzte Stück wird dann doch, wie immer, mit dem Fahrrad gemacht. So, die Gäste sind schon mal da. Also wenn man sich das so anguckt, gut, dass ich eine Sonnenbrille mit habe. Junge, die ballert hier voll rein. Was ist denn dein Tipp heute? Mein Tipp wäre heute 2-1 für Kiel. Nehmen wir. 2-1 wäre gut. So, schaut mal, wen ich hier getroffen habe. Jasko von Fanprimus. Abonnieren, wer ihn noch nicht getan hat. Ich denke mal, die meisten werden ihn kennen. Hau mal deinen Tipp raus. Wie geht's heute aus? So, mein Lieber, ich glaube, dass sie heute 1-1 spielen. Ich tippe eigentlich nie unentschieden. Ja. Ich weiß nicht, aber heute habe ich das Gefühl, dass es 1-1 wird. Kiel kann nicht absteigen, Pauli kann nicht aufsteigen. Also, ich sag, die werden nicht aufsteigen können. Ja. So. Das wird hier ein 1-1. Aber ich glaube, von den Fans her wird es geil. Ja, ich freue mich auf die Stimmung. Mein Tipp kommt gleich, aber vielen Dank dir erstmal und cooles Spiel. Erstmal hier im Holsteinstadion übrigens. Genieß es. Ist was das Besonderes. Das wird geil. Also von außen schon mal geil. So, Tipps und so gibt's gleich. Jetzt erstmal Verabschiedung. Vielen Dank, unsere Nummer 19, Simon! Oh, schade. Ja, als der im Januar 20 hier zurückkam ins Holsteinstadion als Nachwuchstalent,
Ja, da war ja tatsächlich eine Granate und haben alles rauf und runter gearbeitet, hat wirklich gearbeitet, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und genauso hat er auch Fußball gespielt. Jetzt hat er sich entschieden, er will in die Hauptstadt gehen. Und wenn es so weitergeht, sehen wir ihn wahrscheinlich wieder hier im Holstein-Stadion. Da freuen wir uns drauf, Fabian. Bleib so, wie du bist. Du bist ein geiler Typ. Du bist die Nummer 11. Fabian! Danke, lieber Hauke, für alles, was du geleistet hast. Nicht nur das späte Ausgleichstor gegen den FC Bayern, sondern dass du uns auch hier all die Jahre, die du hier was geführt hast, wie ein echter Kapitän. Und wir wünschen dir viel Erfolg in deiner neuen sportlichen Heimat, wo immer dir sein wird. Wir sagen Danke unserer Nummer 24, Hauke! Ja. Als Spieler, er wurde zu Mühling und jetzt ist eine Legende, der Mann, der so lange bei der KSV war, der 181 Einsätze für die KSV hatte, 38 Treffer. Danke an Werder Bremen und zum Schluss hat er seine Karriere hier ausklingen lassen bei der KSV. Nicht nur der Gegner oder der Ausgleichstreffer gegen Bayern München, sondern auch der Elfer. Und vielen Dank für alles, weil die Laus Nummer 31 und jetzt alle. Finn! Polianer haben eben diesen Marsch durch Kiel gemacht, kann ich immer ein bisschen einblenden. Die sind schön zu Fuß vom Hauptbahnhof hier lang gelaufen. Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat jetzt, wo wir natürlich wissen, mit wem es zu tun haben, von Anfang an auf dem Spielfeld. Deswegen gehen wir jetzt ab jetzt in die Container und der verrät uns mal, wer anfängt, wer auf der Bank sitzt, Schiedsrichter gespannt und alles weitere. Jetzt bitte. Ganz schlecht erkennen, aber wie erwartet, Kritik der Fans zu dem Sondertrikot kann ich hinterher nochmal rausgehen, drauf eingehen. Und ganz oben steht Vorstand raus und los geht's. Das ist inzwischen braun-weiß-rot. Da drüben wird einfach geimpft. Lasst gerne ein Abo da. Wie gesagt, wir sind noch nicht vorbei. Es kommen noch Spiele. Die Sommerpause wird gut. Also gerne ein Abo und Daumen da lassen.
relativ bezeichnend. Das ist noch kein gutes Spiel, wenig Torchancen. 20 Minuten rum. Aktion vom Torwart. Kung Fu mäßig mit Bart und Bein umgehauen in seinem letzten Spiel als Profifußballer. Also verdient ist das nicht wirklich, aber ist ja völlig egal. Kiel versucht es eigentlich immer spielerisch zu lösen, aber schafft es nicht. Und das ist wieder mal ein Ballverlust im Aufbauspiel. Ich finde die Idee ja gut, ich mag das ja auch, viel Ballbesitzfußball, aber du musst halt die Qualität und die aus Mittelfeld müssen sich halt anbieten. Also wenn viermal die Abwehr und her spielt und dann immer noch keiner frei ist, dann bringt es halt nichts. Oder du verlierst halt den Ball so wie eben. Muss man besser verteidigen. Was eine Parade. Oh, Junge. Fabi, den musst du machen. Ja, einiges an Kritik heute am Vorstand, am Verein, an allen. Martin spielt heute richtig, richtig gut in seinem allerletzten Spiel. Geht er nochmal richtig auf, der hat noch was zu beweisen. Schade eigentlich, dass er aufhört. Dass die ganze Abwehr ausgetauscht wird. Ja, es ist ja Alex, verfügt über die Leute und unsere Nummer 3 machen. Die Westtribüne kehrt im Spiel den Rückzug. Kollektiv wird sich auch verdrehen. Lacht alles aus. Jetzt muss ich was tun. Warum ist das Bild so hässlich? Auf der Bank da. Nee, für den Spaß. Keine Ahnung. Es geht hier nochmal drunter und drüber, aber. Viel Spaß in der Fußballkette, Fitz, und Dankeschön für alles. Und wir freuen uns natürlich auf unsere Nummer 8.
Weiß ich ja nicht. Derby drin. Komm, wahrscheinlich letzte Minute. Werden die Spiele jetzt nochmal von den Ultras, also zumindest Bartels und Mühling, nochmal von den Ultras verabschiedet, kriegen nochmal einen Schal und so. Sprechen nochmal kurz, das ist nochmal schön. Irgendwas Versöhnliches hier am Ende dieses Videos. Lasst gerne ein Abo da, wie gesagt, nächste Woche geht's noch weiter und dann nächste Saison sowieso. Mal sehen, was sich hier tut in der Sommerpause bei Holstein. Guckt auf TikTok vorbei. Ja, irgendwie, heute ist irgendwie so Abschied, das ist irgendwie, ich bin nicht so geil drauf. Und natürlich, wir haben verloren, das liegt natürlich auch daran. Ja, das ist schon heftig, ne? Bartels einfach eine Fußballlegende, hier angefangen in Russisch, Stadtteil von Kiel, angefangen Fußball zu spielen. Dann einmal den Norden komplett abgegrast aus dem HSV und dann jetzt wieder zurück und hier nochmal Leistung gebracht. Geiler Typ, sau bodenständig, mega sympathisch. Einfach schade, dann Mühling, Ewigkeiten hier, mega erfolgreich. Teilweise echt in der Aufstiegssaison und so zweite Liga echt geil gespielt. Und auch Hauke Wahl, der jetzt gerade auf dem Zaun ist. Ich weiß noch seine Rede nach der Niederlage gegen Köln. Dürften ja in der Relegation durften ja keine Fans ins Stadion, nur ein paar. Dann kam er noch raus mit Tränen in den Augen. Und ich sag mal, da sind einige Tränen geflossen bei vielen draußen. Und das war schon sehr emotional. Und das werde ich, also als Kapitän und so, rede jetzt auch nochmal, auch ein Kieler Jung. Also sind schon viele, die man sehr gerne im Kieler Trikot gesehen hat. Die Mannschaft war irgendwie auch eine geile Einheit. Die wird man schon vermissen. Also ist schon sehr schade. Auch Fabian Rehse, geiler Kicker, noch jung, aber. Auch ein Kieler, der jetzt weggeht. Nächstes Jahr wieder kommt mit der Hertha, aber ja, ist immer traurig, so ein Abschied, finde ich. So kann man die Heimsaison doch besser beenden. Bis nächste Woche. Aber. Wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.